Hallo, mein Name ist Nick und willkommen zu Local Designs. Heute ich habe ein Minecraft Template für euch. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr das runterladet, werdet ihr diese vier Dinge hier kriegen. Du hast das Tempora Global Illumination Folder hier und dann du hast das Render. Ich werde alle diese 170 nicht rein machen, weil es so 300 Meg ist. Aber du werdest diese vier haben, du kannst dann Render hier drin speichern. Ja, also lass uns in Cinema 4D gehen und wenn ich das hier spiele, du kannst ein schönes Animation sehen und du hast dieses ein Golem, ein kann das nicht erinnern, was Enderman, Enderman und ein Creeper und dann du hast dieses Schwein, das hochkommt. Und das sieht zwar ein bisschen komisch hier aus, aber du hast gesehen, es sieht ziemlich gut aus, wenn du das final renderst. Und du hast dieses Goldo hier und alle diese Dinger, die sind vom Weedline. Und er hat einen Tumblr, hat einen YouTube und er macht Fotografien, aber er hat so ganz viele Paketen von all diese Minecraft-Dinger. Also du kannst in das Minecraft-Modelpack, da kannst du Ores gehen, vielleicht willst du, ich weiß nicht, Emerald. Dann kannst du das hier reinmachen. Dann gehst du auf Koordinaten. Du wirst das alles 0, weil die Keyframes sind auf das 0-Objekt. Und dann wir machen das weg. Und dann hast du diesen Animation mit Emerald Ore. Und das finde ich ziemlich geil. Du kannst was damit benutzen, was du willst. Du kannst auch andere Objekte benutzen, Lapis oder was immer. Aber ja. Also das ist das für Cinema 4D, dann in die Render-Settings, Save, TIFF, Photoshop Layers, TIFF-Sequence, speichere das in deinen korrekten File-Path. Und dann Alpha-Channel, das muss ticked sein. Und dann, du kannst es auch MIV haben, aber ich mag nur TIFF. Und ja, dann, nachdem du das hast, würdest du diese 170 TIFF Layers haben, dann kannst du zu After Effects gehen. Und dann hier wird es so aussehen. Vielleicht willst du nicht das haben, aber dann du musst nur hier recht Import File und dann geh zu dein Dings hier Render. Ich werde darauf gehen. Du musst nur offen klicken und dann nicht werde Cancel klicken, aber gar nichts hier ändern. Das ist alles. Und dann Rechtklick, geh zu Time, Enable Time Remapping und dann zieh das nur ein bisschen raus hier. Ah, ich kann das nicht. Aber eigentlich original ist es hier und dann du kannst das einfach weiterziehen. Also ja, richtig leid, du änderst nur hier diesen Text hier. Also hier ist das Animation. Ziemlich cool finde ich. Ich hoffe euch gefällt es. Und ja, das ist insgesamt alles. Ja, danke. Hoffe es gefällt euch. Scheiße, Deutsch.